Bahnhof Osterrad schreiten die Arbeiten für die neue Bahnunterführung weiter voran. Am Wochenende wurden mit einem riesigen Raupenkran zwei 250 Tonnen schwere Fertigelemente der Fußgängerunterführung in den Bahnhofsbereich gehoben. Allein der Aufbau des Krans mit dem Namen LR1602, der rund 600 Tonnen heben kann und häufig für die Montage von Windkraftanlagen im Einsatz ist, hat mehrere Tage gedauert. Nachdem Schienen entfernt und die Baugrube ausgehoben war, wurden am Samstag schließlich die beiden jeweils 7 Meter langen Fertigelemente in ihre endgültige Position gehoben. Besonders das Einheben des zweiten Elements erforderte jede Menge Fingerspitzengefühl, da es zunächst über die Oberleitung gehoben und anschließend passgenau mit dem ersten Element verbunden werden musste. Die Bahnstrecke war am Wochenende komplett gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben. In den kommenden Wochen werden die Arbeiten an der Fußgängerunterführung dann fertiggestellt. Von November bis April nächsten Jahres werden wir dann die restlichen Rampenelemente herstellen und die Treppenanlage. Und dann haben wir von Mitte April bis Mitte Mai nächsten Jahres wieder eine Komplettsperrung der Strecke. In dieser Pause werden dann die Bahnsteige wiederhergestellt, so wie sie, ich sag mal, vor der Maßnahme bestanden haben. Wegen Nacharbeiten ist auch am kommenden Wochenende zwischen Freitag, dem 30. Oktober, 22 Uhr und Montag, 2. November, 6 Uhr, die Strecke komplett gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.